So, um zu zeigen, was ich meine, hier, warte, hier kann ich das am besten zeigen bei Spielen. Hier wäre das komplett abgeschnitten. Der Bereich hier, den würde es nicht geben. Den würde es einfach nicht geben, wenn ich den Monitor in 1440p laufen lasse. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich skaliere runter auf 1080p. Ich muss mal kurz den Stuhl ein bisschen höher machen. Ich skaliere runter auf 1080p und habe dann gedacht, nur fängst du ganz normal den Stream an. Und dann fiel mir so ein, nein, es ist ja alles auf 1440 eingestellt. Ja, moin. Ja, jetzt habe ich halt vor dem Stream auf die Schnelle alles eingestellt. Und während das Intro lief, fiel mir so ein, Digga, du hast die Facecam vergessen. Naja, so eine Facecam auf so einem Monitor ist. Ja, gut, okay. So, ich habe keine Ahnung. Grim Tales Teil 2, die Dingens hier, die ganzen Einstellungen und so weiter. Wieso ist denn da kein Sound? Ah, deswegen ist kein Sound. Die ganzen Einstellungen und so weiter habe ich diesmal nicht vorgenommen. Weil das wollte ich jetzt diesmal direkt machen. Sagen, Sprachlautstärke ungefähr die. Naja, okay. Auf jeden Fall gibt es jetzt im Gegensatz zu Grim Tales 1 gibt es jetzt hier auf jeden Fall schon mal ein Gamma. Das ist schon mal nicht schlecht. So, Spielmodus entspannt. Nee, wie im ersten Teil fortgeschritten. Und damit würde ich sagen, auf ein neues Grim Tales, nachdem das Ende vom ersten Teil ja so beschissen war. Ich keine Ahnung, ob jetzt hier irgendwie ein Intro kommt oder irgendwas. Irgendwas muss da ja kommen, weil direkt reinwerfen, naja, obwohl. So wie man uns im ersten Teil rausgeworfen hat, kann man uns im zweiten Teil ja auch direkt reinwerfen. Und mal gucken. Ja, ihr habt doch gesagt, fortgeschritten, Mann. I haven't seen my sister in many years. She has a son I've never met. I received an invitation for his christening. I wouldn't miss it for the world. I can't wait to see her again. It's been far too long. Ah ja, das war knapp. Mein Auto ist ziemlich erwischt. Aber mir geht es gut. Rest konnte ich nicht mehr auf die Schnelle lesen. Interessant. Also, was ich hier im ersten Teil nicht so recht raushören konnte, rauslesen konnte. Also, Mirsan auf jeden Fall. Mirsan, Alter, bin ich jetzt ein Bayer oder was? Also, spielen auf jeden Fall eine Protagonistin. Keinen männlichen. Ich hab's null gewusst, was wir da spielen. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns erstmal alles an hier. Autoscheinwerfer. Die Scheinwerfer sind schmutzig und das Licht ist zu schwach. Wenn ich säure, kann ich das Schlagloch sehen. Dein Ernst? Wie geht genau da weiter, wo der erste Teil aufgehört hat? Feiern Sie mit Luisa und John Gray. Ja, der hat jetzt einen Vornamen gekriegt. Ja, moin. Die Taufe ihres Sohnes. Ja, okay. So, was geht hier sonst noch? Es geht, es geht, es geht. Nochmal die Scheinwerfer. Ein Wimmelbild. Also noch habe ich nicht genug von den Wimmelbildern, ne? Also noch bin ich nicht so weit. Aber ich näher mich langsam der Grenze. Moment mal ganz kurz. Bin hier überhaupt nicht ausgeleuchtet hier. Macht denn sowas? Schon besser. Und Scheiß hier. So, nicht vorsagen, wie immer, ne? Erst wenn ich nach Hilfe schreie, dann auch erst helfen. So, Biene Gartenzwerg, Chilischote, Kleeblatt, Wurfstern, Muschel, Krebs, Tomate, Zug, Dartpfeil, Pilz, Machete. Jo, Machete. Was sonst noch? Eine Waage? Auch nicht. Was will denn der jetzt alles hier haben? Biene? Biene? Ein Frosch? Ne. Eine Schnecke. Billardkugel? Auch nicht. Oh Mann. Noch ein Schmetterling. War schon wieder falsch. Ein Papagei auch nicht. Chilischote? Chilischote. Kleeblatt. Hamster? Hamster war nicht gefragt. Lupe, Granate. Hier sind schon wieder Granaten, Alter. Hier sind auch diesmal diese anderen Gewehre. Ein Krebs. Krebs soll das hier wahrscheinlich sein. Ein Zug, eine Tomate. Schon wieder Tomaten. Mir reichen die Tomaten immer noch, die von gestern im Hinterkopf hab. Ist der Zug. Zug. Wurfstern. Ja, wie ich gestern schon gesagt habe, das Spiel könnten theoretisch auch Kinder spielen. Wurfsterne, Granaten, diverse andere Waffen. Uiuiui. Dartpfeil auch noch irgendwie. Wurfstern. Wurfstern muss einem doch hier direkt ins Auge schießen. Eigentlich. Dartpfeil habe ich gefunden. Wurfstern, Gartenzwerg. Gartenzwerg. Lull. What the fuck?
Gartenzwerg und Wurfstern. Gartenzwerg habe ich gefunden, Wurfstern. Ah ja, hier ist er ja. Pilz fehlt noch. Pilz. Ach scheiße, den habe ich gesehen. Den habe ich schon, glaube ich, gesehen. Hier? Nee. Das ist kein Pilz. Pilz. Gut gemacht. Vielleicht ist dies noch nützlich. Okay. Eine Machete. Ja, schön. Machete haben wir ja noch nie gekriegt. Schlagloch. In dem Schlagloch steckt etwas, aber ich kann es kaum erkennen. Hier steckt ein Frosch drin. Zum Eingang. Tafel. Okay. Was habe ich da jetzt gekriegt? Aale? Keine Ahnung. Und ein Lappen. Mit dem Lappen gehe ich doch mal glatt weg zu dem Scheinwerfer. Und mit dem Lappen kann man den Scheinwerfer sauber wischen. Sieht eher aus wie Huibu, das Schlossgespenst. So. Das ist etwas, ohne Werkzeug bekomme ich jetzt nicht heraus. Pieks auf. Okay. Okay. Ein Frosch. Ein Froschen. So, zum Schloss. Was hier? Tor? Dein Ernst? Geht ja schon wieder gut los. Ach du Scheiße. Info. Ordne die Fragmente so an, dass du das Bild erkennen kannst. Ja, moin. Dann fangen wir einfach da an, wo wir gestern aufgehört haben. Ah, diesmal nicht drehen, oder? Nee, diesmal kann man die nicht drehen. Okay. Das macht die Sache deutlich einfacher. Und dann kann man die Teile... Ja, und die loggen auch ein, so wie im anderen Teil. Ja, nice, Alter. Das ist, vereinfachter Schwierigkeitsgrad, hätte ich gesagt. Ich möchte jetzt erstmal die Ränder haben. Das ist wie so ein Puzzle schon wieder. Erstmal die Ränder. Den noch? Ein Randstück fehlt mir noch. Nee. Achso, war ja nicht mit Drehen jetzt. Der passt. Na klar. Den würde ich jetzt später haben wollen. Den auch. Jetzt nicht unbedingt da, wo ich jetzt einen ansetzen will. Ah, der passt. Ah, der passt. Ja, moin. Irgendwie weder noch, oder? Ne, weder noch. Wäre ein bisschen falsch rum. Später... Später. Ah. Aha. Ja, dann würde ich sagen, einfach rein. Fuße Hängebrücke. Das Schild ist ziemlich fest angebunden. Ja. Miss Arobo, moin moin. Gras. Nasses Gras. Nasses Gras mit Zweigen. Eine Taschenlampe. Wer versteckt seine Taschenlampe da irgendwo im Gras? Ein Vogel. Die Krähe hält etwas Glänzendes im Schnabel. Hm. Ich kann diesen Gegenstand hier nicht verwenden. Der Pfosten der Hängebrücke ist beschädigt. Ich muss ihn anheben und die Brückenseile festzurren. Okay. Later. Oha. Was war das? Wölfe? Hier stimmt was nicht. Vor allem, warum ist der Wolf vom... Und auf die... Ja, hier stehen wir jetzt vor dem wunderschönen Grey Tower und wir kommen halt nicht rein. Was ist das? Keine Ahnung, ich kann es mitnehmen. Und einen Morgenstern. Ja, natürlich. Dann ist ein Streitkolben. Ich brauche einen Haken, um ihn zu angeln. Vielleicht muss ich ja gegen Ritter kämpfen. Ich hoffe nicht. Das würde das Ganze verrückt machen. Noch verrückter.
Da klemmt ein Wagen hier über zwischen den Wurzeln fest. Ja, welch ein Zufall. Oh, welch ein Zufall, wir haben eine Machete dabei. Ja, Machete haben wir natürlich, ist wieder so ein One-Use-Ding. So, jetzt haben wir eine Winde, wir haben einen Wagenheber. Eine Winde und einen Wagenheber. Ich glaube, hier geht nichts weiter, ne? Ja, hier ist nur das Bild. Race-Schloss. Und bestimmt etwas Nützliches, aber ohne Leiter komme ich nicht hinauf. Ach so, hier könnte man noch raufgehen. Ah ja. Vielleicht mit der Winde, dem Wagenheber? Ich habe keine Ahnung. Winde? Nee. Wagenheber. Ah ja, guck mal an. Mit dem Wagenheber, der Winde. Ah, moin. Aha! Schon wieder dieser Wolf. Was geht hier vor? Ich hoffe, Luisa und ihrer Familie. Keine Ahnung, das war jetzt zu schnell. Bank. Ein Haken. Haken, Krähe, ne? Muss einen Weg finden, den Nebel wegzublasen. Der Nebel ist zu dicht, darin wäre ich komplett blind. Okay. Haken und Krähe. Gegenstand. Hä? Wenn ich etwas nach hier werfe, lässt sich das Ding bestimmt fallen. Die Taschenlampe auch nicht. Okay. Nebel wegpusten, Krähe und. Ja. So, was ist hier los? Aha! Das Bild wabert, das ist vollkommen normal. Das Porträt bewegt sich. Ich glaube, dahinter ist etwas. Kann ich jedenfalls nicht zerschneiden. Hier fehlen einige Statuen, ich sollte sie zurückbringen. Nee. Wieso sollen wir schon wieder diese Scheißarbeit machen? Ah ja. Eine Kohle würde ausreichen, um ein Feuer zu legen. Aha. Sessel. Unter der Polsterung aus Metall. Ich kann es nicht erreichen. Ich will den Stoff nicht zerreißen. Die Machete hat sie ja blöderweise wieder weggeschmissen. Aber wir wissen jetzt, dass eine Protagonistin ist. Okay, da fehlen drei Springer. Das ist vielleicht auch erstmal ganz gut. Tür. Hier fehlt natürlich der Schlüssel. Ich muss den Schlüssel finden. Nein, sowas. Zum Rittergang. Oder zur Galerie. Ich gehe erstmal zum Rittergang. Aha. Ich muss das Feuer sofort löschen, bevor es sich ausbreitet. Das Feuer breitet sich aus. Ich bekomme das Gefühl, dass ich hier unerwünscht bin. Ich habe nichts zum Löschen. Gehen wir nach oben. Oben ist immer sehr sicher, wenn unten ein Feuer ausbricht. Nische. Noch ein Versteck? Dieses Ding ist locker. Mit einem Messer oder etwas ähnlichem könnte ich es ausgraben. Hättest du mal nicht die Machete weggeworfen? Ich brauche etwas ziemlich Heftiges, um den Helm abzuschlagen. Will der Haken nicht? Muss noch heftiger sein. Hier war doch eben was. Teil eines Vorhangs. Ich müsste irgendwie ein Seil. Die Vorhänge beiseite zu ziehen. Okay. Gehen wir mal weiter. Ja, hier ist jetzt wieder fotzendunkel. Hier ist es stockdunkel. Ich benötige eine Lichtquelle. Das war ein Geist? Ich traue meinen Augen nicht. Mein Herz schlägt wie verrückt. Nicht nur deins. Hallo, Hündchen! Na? Der Schaltkasten ist kaputt. Ohne Schalter kann ich das Licht nicht einschalten. Mann! Schaltkasten? Ist der Trigger zumindest davon? Hallo, Hündi. Wieso Kratzer und so? Hi. Boah, ich bin jetzt erschreckt. Ja, okay. Ich kann doch nicht jetzt schon auf Tipps drücken. Also weitergehen kann ich nicht. Muss jetzt einen Schalter haben, um den Schaltkasten hier zu bedienen. Ach, guck an, jetzt habe ich dauerhaft die Taschenlampe irgendwie in use, oder wie? Hundi. Hundi. Rede zusammenhalten, dann passt das schon. Richtig.
Warte mal, sagt sie eigentlich irgendwas zu den Kratzspuren? Nee, die ignoriert sie einfach. So eine gigantischen Kratzspuren sind ja auch vollkommen normal. Also hier ist jetzt ein Feuer, das ich löschen muss. Am besten mit den blanken Händen. Da oben ist es dunkel und da ist ein Hund im Weg. Oder ein Wolf, sagen wir es mal so, wie es ist. Ein Wolf im Weg. Hier im Schachbrett gibt es noch nichts. Hier am Sessel gibt es auch noch nichts. Hier am Kamin-Sims gibt es ebenfalls noch nichts. Ich würde jetzt einfach mal auf blauen Dunst tippen, dass es ein Endrätsel ist. Ein End oder Dreiviertel. So, hier ist es ihr zu dunkel. Da könnte sie in den Abgrund stürzen. Den Vogel muss auf und laufen lassen. Feuer aus. Richtig. Den Vogel, da haben wir auch noch keine Möglichkeit. Der hat außerdem nur irgend so ein Casino-Jeton im Maul. Maul? Schnabel? Schnabel. Schnabel ist der richtige Ausdruck. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's nicht. Ja, hier hat sie ja was mit dem Morgenstern. Die Marken? Ah ja. Okay, jetzt habe ich den Morgenstern. Dafür den Haken nicht mehr. Mit dem Morgenstern auf die Motorhaube schlagen. Den Morgenstern nach dem Vogel werfen? Ich weiß nicht. Nee. Mit dem Morgenstern das Feuer ausschlagen vielleicht. Kann ich den Gegenstand nicht verwenden. Nein, komisch. Feuer breitet sich aus. Auch alles nur das Feuer. Hundi? Hundi? Gegenstand kann ich hier nicht verwenden. Ja, aber Hundi lässt sich ja nicht anklicken. Jetzt schon ein Tipp? Ajo, warte mal, hier war doch auch noch was. Hier mit dem Morgenstern mal ordentlich reintrümmern? Nicht. Hier, dem Jockel den Kopf abhauen. Schön mit 30 Frames oder so. Ich hätte eher die Mütze genommen. Was ist denn das? Beutel mit Sand. Mit Sand das Feuer löschen. Wäre eine Maßnahme. Na klar. Messer. Messer. Lassen wir das. Okay? Wir lassen das. Der Fensterrahmen ist von wunderschönen Blumen überwuchert. Wenn ich sie vorsichtig abschneiden kann, kann ich sehen, ob ich was gucken kann. Ja, was denn vorsichtig abschneiden? Hast du. Ja, dann nicht. Ein Messer da. Hocker. Das Sitzkissen ist mit Schrauben befestigt. Das Sitzkissen? Uiuiui. Uiuiui. Ritter. Kreuz der helle Bar. Verstehen wir den Weg zu Grace Arbeitszimmer. Ja. Wegnehmen? Ist keine Option scheinbar. Ja, dann gehen wir halt mit dem Messer nach da oben und hier das Ding wollte sie ja auskratzen, weil so ein nettes, freundliches, saarländisches Gesicht habe ich gerne in der Tasche. Ich muss so eine Gartenschere nehmen. Na klar. Gleichgültiges Gesicht. Creepy Face hätte ich das eher genannt. Ja, okay, jetzt habe ich wieder einen Teil gelöst, aber jetzt hänge ich halt schon wieder. Achso, warte mal. Hier könnte ich mit dem Messer. Ich kann diesen Gegenstand hier nicht verwenden. Polsterung ist etwas aus Metall. Ich kann es nicht erreichen. Ich möchte den Stoff eigentlich nicht zerreißen. Ja.